So, ich bin ja schon so halb vorgestellt, auch wenn man es da nicht ganz sieht. Mittlerweile 15 Jahre lang IT. Ja, angefangen, immer schönes Beispiel, mit der ersten SUSE und vielen Disketten. Und bin mittlerweile zu den Programmierern übergegangen und habe, ja, sagen wir jetzt 13 Jahre ungefähr als IT-System-Netzwerkadministrator gearbeitet. Also ich kenne die ganzen Leiden, die man so hat als IT-Admin und die ganzen Sachen, die man zu tun hat. Ich stelle euch heute vor, dass, was wir hier am Anfang haben, Proxmox mit ZFS und Ceph. Also ich werde sehr storage-lastig heute unterwegs sein und werde einige Sachen auslassen, die ich vielleicht in anderen Vorträgen schon mal erwähnt habe. Und ich bin dann eh draußen, falls ihr dann zu den anderen Teilen auch noch Fragen habt. Ja, zum Einstieg, wer kennt Proxmox? Wer hat es in Verwendung? Gut, dann kann ich ja nach Hause gehen, wenn ihr es schon wisst. Gut, für alle, die jetzt doch noch neu oder vielleicht das eine oder andere nicht wissen und seit 2005 in Wien und nur in Wien, also wir haben keine andere Niederlassung oder dergleichen in der Welt. Wir machen auch den ganzen Support bei uns in Wien. Also wenn da im Enterprise Support oder im Forum jemand von uns schreibt als Mitarbeiter, passiert das alles aus Wien. Und dementsprechend mit den Zeitzonen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Unser ganzes Produkt ist Open Source. Damit, also es gibt keine versteckte Geldeinwurfmaschine, damit man jetzt irgendwelche Lizenzen oder Features kriegt, die vorher nicht da waren. Also man kann das Produkt so verwenden und seine Infrastruktur damit virtualisieren. Und wenn ihr Enterprise Support haben wollt, dann gibt es dafür in verschiedenen Levels eine Subscription. Und mit dieser Subscription schlagt sie dann bei uns im Enterprise Support zum Beispiel auf und habt einen Entwickler von uns dran, der sich um euer Thema kümmert. Damit könnt ihr euch sicher sein, ihr habt kein First-Level-Call-Center oder so irgendwo in Hixtebude und ihr versteht den Menschen nicht und ihr müsst über 10.000 Ecken, um eigentlich zu jemandem zu kommen, der weiß, von was er redet. Das, finde ich, ist einer der großen Schwerpunkte, warum auch der Support von uns Entwicklern durchgeführt wird. Dann immer wieder gerne. Die traditionelle Infrastruktur. Ich glaube, wir haben alle in einem Unternehmen gearbeitet, das aus sogenannten, wie wir es gern haben, aus solchen Silo-Lösungen entstanden ist. Quasi, man hat da mal einen File-Server, dann war es einmal eine Synology oder eine NetApp oder sonst eine Box. Man hat seine physikalischen Server, auf denen die Anwendungen drauflaufen. Und irgendwie ist das Ganze ein bisschen starr, unschön. Und man ist nicht so flexibel, wie man gern sein will. Man ist das Storage platzt aus allen Nähten. Man muss sich eigentlich eine neue SAN oder eine neue NAS oder sowas zulegen, weil man braucht jetzt doch einen zweiten Share. Das ist alles nicht so geschmackig. Darum hat man angefangen, Hyperkonvergenz zu machen, um auch wieder ein Passwort zu haben. Was wir im Prinzip machen mit unserem Stack ist, wir nehmen Compute, Network und Storage und managen das alles. Also sprich, wir haben einmal, wie man es hier sieht, OVS für Open vSwitch, die Linux Bridge für den Netzwerkteil. Wir haben KVM und LXC, also LXC für Container. Ja, es können auch Docker-Container in LXC-Containern laufen. Und das ist eines der neuen Features, die wir mit drin haben. Dann haben wir Ceph, die auch auf Hyperconverged läuft. Also mit drei Nodes sind wir da schon mal im Spiel. Und nicht zu guter Letzt ist auch, was jetzt hier nicht mehr Platz gefunden hat, auch natürlich ZFS am Start. Und mit ZFS haben wir einen super tollen lokalen Speicher, mit dem wir auch sozusagen eine Storage Replication drumherum gebaut haben. Und das zeige ich euch im Anschluss ein bisschen, wie das Ganze ausschaut. Und ich werde auch ein bisschen aufräumen mit so Themen, die uns immer wieder begegnen, sei es im Support oder in den ganzen anderen Foren. Ja, vorweggenommen, wir machen das Ganze als einen Stack
Und wie gesagt, drei Kisten zum Anfang, das ist fürs Quorum, also wer HA haben will und irgendein anderes Shared Storage hat, der braucht auch drei Server für gescheites HA. Und mittlerweile können wir auch sagen, wir haben ein Quorum-Device, wo ein Daemon läuft, der kann jetzt auch entfernt stehen und das ist Teil vom Corosync. Also man kann auch eine dritte Node als sozusagen eine Blindnode verwenden, wo in den Partitionen des Devices die anderen Nodes einen Status reinschreiben und damit eine Vote von demjenigen kriegen und dieses Device, also der Dienst, der da läuft, der entsprechend Partition dann halt eine Vote gibt oder auch nicht. Also es muss mittlerweile nicht drei physische sein. Besser natürlich ist es, wenn wir dann weitermachen mit Ceph, da brauchen wir auch wieder drei Dienste und da gibt es so ein Q-Device halt nicht. Ich habe es hier mal mit angeführt, weil ich viele Dinge jetzt ein bisschen auslassen werde. CPU, RAM und Netzwerk, alles was niedrigere Latenz schafft, ist besser. Und je niedriger die Latenz, desto besser für die Anwendung, desto besser für Ceph, desto besser sprechen die ganzen VMs an oder die Applikationen in den Containern. Also man kauft lieber CPUs, die eine höhere Taktung haben und nicht ganz so viele Cores, manchmal geht das nicht einher. Man hat dafür die Wahl, in einem Cluster mehrere Server zu verwenden. Also man macht dieses Scale-out anstatt dem Scale-up. Und dasselbe natürlich für den RAM. Man ist ja auch ein bisschen begrenzt in der RAM-Größe. Also wer Terabyte-Mengen an RAM braucht für seine virtuellen Maschinen, wird dann irgendwann auch an eine Grenze stoßen. Also da kommt man auch wieder ins Scale-out. Und natürlich mit NUMA und den ganzen Feinheiten ist natürlich, je schneller der RAM ist, je schneller die CPU ist, desto niedriger natürlich die Latenz für die einzelnen NUMA-Nodes. Und wir kommen später darauf zu sprechen, warum das auch wirklich so wichtig ist. Netzwerk habe ich auch was Schönes mitgebracht. Also heute gibt es viele Grafiken. Beim Netzwerk gilt natürlich auch, weniger Latenz ist besser. Da fangen wir dann halt an zu sprechen, ja, 1G ist besser als 10G in der Latenz, 10 als 25, 25 dann 10 und dann 25 aufwärts natürlich bis 100 wird zwar der Gewinn ein bisschen kleiner von der Geschwindigkeit, aber die Latenz, wer die Bandbreite braucht, ist natürlich da gut aufgehoben. Zum Thema Storage kommen wir. Wir haben auch wieder das Nicht-Enterprise-Hardware-Beispiel im Gepäck. Und ich habe auch ein paar Grafiken, das ein bisschen illustriert, warum Enterprise-Hardware, wo wir immer sagen, kauft Enterprise-Hardware und keine Prosumer- oder Consumer-Hardware. Und wir werden feststellen, warum Enterprise-Hardware leider nicht immer Enterprise-Hardware ist. Eine Grafik fürs Wasser trinken. So, was ist ZFS, was ist Ceph? Beides sind Software-Defined Storage-Lösungen. Das eine ist ZFS, ist lokal, das Ceph ist verteilt im Netzwerk. Das bringt natürlich mit sich andere Voraussetzungen und hat ein bisschen so seine anderen Eigenheiten. Ihr könnt es gerne im Forum auch durchschauen, da gibt es viele auch Anwendungsbeispiele oder Fallszenarien, dazu, da findet es dann auch uns und ihr könnt gerne Fragen stellen über eben diese Eigenheiten von ZFS und Ceph. Wir verwalten das Ganze über unseren Stack, also wir können mittlerweile bei Ceph alle Dienste und ein ganzes Ceph-Cluster von Mausklick installieren, wer die GUI lieber hat, oder natürlich per CLI, das geht wie immer. Wir sind mittlerweile auf Ceph Nautilus, dank dem Wechsel auf Basta, und wir haben mittlerweile auch den 5.0er-Kernel mit dem Gepäck und sind da jetzt ja Gott sei Dank schon ziemlich aktuell, im Gegensatz zu dem PVE-5 mit natürlich, wo wir den 4er-Kernel noch hatten und leider der Umstellung geschuldet von dem C++ auf C++17 für Ceph auf Luminous
gestanden sind. Also da gibt es viele Neuerungen in diesen Technologien. Auch ZFS ist mit 081 da. Das bietet endlich Encryption, was wir mit drin haben. Wir können auch sogenannte Metadata Caching Devices, GCI ist mittlerweile auch drin, verwenden und können bei ZFS auch so die, sagen wir, ein bisschen mehr als die Basics auch verwalten über die GUI, also zwei Platten ausgewählt und los geht's. Ja, vergessen zu erwähnen, wir bieten beide technischen Support, also wenn ihr ZFS oder Self verwendet und ihr kauft eine Subscription von uns, das ist auch mit inkludiert, also ihr könnt dann auch Fragen zu Self und ZFS stellen, die auch natürlich mit uns im Stack verbunden sind. ZFS haben wir, wie man hier schon sieht, in der GUI mit eingebaut. Das ist eines meiner Test-Cluster. Wir haben mittlerweile den Status drin. Wir können ausgeben, wie es um die Health, also um die Gesundheit der Disken steht oder des Pools steht. Wir haben das Kreieren drin. Was wir nicht drin haben, ist das Zerstören, weil man klickt mal schnell und dann ist das Storage weg. Das ist speziell bei ZFS, gibt es keine, bist du dir wirklich, wirklich, wirklich sicher, Fragen oder Optionszonen zu wählen. Also wäre das ziemlich schnell passiert. Das ist, wenn man zwei leere Disken hat, ziemlich zwei Klicks, man hat sein eigenes Storage. Dieses Storage verwenden wir, um VMs oder Container, also Subvaults in dem Fall für Container und Zvaults für VMs auch auf andere Server zu replizieren. Also wir verwenden das ZFS Send and Receive dafür. Man kann damit also auch HA-Lösungen ohne einem dezidierten Shared Storage machen. Sprich, man hat der Cron-Job, der im Hintergrund die Platten, das Delta vom Delta sozusagen, vom Snapshot zu Snapshot sendet, in so einem Minutenintervall laufen lassen und im Falle der Fälle, wenn die Maschine ausfällt, geht es per HA auf die andere Node und die Maschine läuft dort mit natürlich ein bisschen Verlust weiter. Also je nachdem, wann der letzte Sync lief und ob der in Ordnung war, ist natürlich da ein bisschen Verlust drin, aber man hat einen konsistenten Stand, von dem er dann wieder starten kann. Das Ganze funktioniert dann quasi schon so automatisch, dass man, wenn man migriert, sich die Cron, also die Replication Jobs auch wechseln. Also man muss sich da nicht mehr verkopfen, okay, jetzt muss ich den neu anlegen, also, sondern man migriert zwischen den zwei Nodes, wo der eingerichtet ist und muss sich nicht weiter darum kümmern. Bisschen zur Architektur vom ZFS, weil das doch immer wieder eine Rolle und eine Frage spielt. Die Architektur, also es vereinfacht natürlich ausgezeichnet. Wir verwenden einmal das Filesystem und das Zvol. Das ist die Besonderheit von ZFS. Es ist also ein Volume Manager plus ein Filesystem. Und das Ganze ist wieder mit einem Pool verbunden. Also man sieht in seiner Storage-Ansicht einen Pool und da drin wohnen dann im Filesystem per Subvolume und in Zvol natürlich als einzelnes Volume die VMs oder Filesystem-Container. Und dementsprechend bietet uns über das Pool hinaus ZFS Snapshots, Komprimierung und Deduplizierung plus mittlerweile Encryption, die man sich auf den ganzen Pool zum Beispiel legen kann und damit ein Encrypted Pool macht. Leider momentan geht kein AirPool encrypted, das mit dem Booten, also das ist noch was, was wir am Arbeiten sind, damit das natürlich auch, wenn möglich, funktioniert. Man sieht hier unten schön seine VDEVs, also seine Virtual Devices, die wiederum Disken beinhalten. Beliebte Frage ist natürlich, soll ich immer ein großes VDEV machen oder lieber kleinere und den Pools zusammenhängen? Wichtiger Punkt ist,
ZFS schreibt, also macht kein Rebalance. Also was geschrieben ist, das bleibt halt auf dem einen VDEF und wird nicht auf das andere verteilt, dass das dann der gleichen Füllmenge hat zum Beispiel. Also man müsste dann zum Beispiel selber Hand anlegen oder aus bestimmten Konstellationen heraus einfach ganz frisch von vorne mit einem Setup anfangen, das vielleicht mehrere VDEFs beinhaltet. Und speziell werden wir auch immer wieder gefragt, soll man lieber RAID Z2 oder 1 oder vielleicht doch lieber ein RAID 10 oder 01 in dem Fall verwenden. Und ja, wir sagen immer dann, es kommt auf die Workload drauf an, die da drauf läuft oder für was ihr das eigentlich nutzen wollt. Bewährt hat sich das Setup für 01, also vier Disken. Das ist einmal gestriped und dann wieder gemirrored, damit natürlich von einem Stapel natürlich eins ausfallen kann. Wir haben mit dem für dann größere Setups gibt es dann Leute, die dann auch das RAID Z1 einsetzen und die berichten natürlich dann, man braucht natürlich eine starke CPU, um auch die Checksum ordentlich schnell zu generieren, plus natürlich SSDs wären HDDs natürlich in dem Fall auch vorzuziehen. Wenn man natürlich ein bisschen IOPS braucht, wenn man nur einen Plattenspeicher für sein Backup haben möchte, dann kann man natürlich X HDDs reinstecken und das lustig konfigurieren, wie man will. Da bietet ZFS eine sehr gute Performance beim Streaming bei größeren Objekten. Falls es jemand noch nicht kennt, ZFS hat so ein paar Schmähs auf Lager. Das eine ist, es gibt das Ziel, das Intentation Log vom ZFS. Da werden vor allem kleinere Writes landen da auch mit rein. Da werden auch die ganzen Metadaten-Updates und dergleichen mit reingeschrieben und die wandern dann irgendwann auf die HDD selbst. Also wenn man es nicht hat, dann landet das alles gleich drauf. Also man hat viele kleine Writes auf der großen Spinner, die man sich vielleicht dafür vorbereitet hat und dann auch die ganzen großen Writes, die man da drauf gemacht hat, dann als zusätzlichen Faktor. ZFS ist schlau genug, bietet das an, dass man es auf eine SSD packt. Damit kann man vor allem kleine Writes da reinschieben, also alles, was unter 128K ist, wenn ich mich nicht irre, aber bitte lieber nachlesen. Werden da auf das kleinere, vielleicht hoffentlich schnellere Device ist. Also es bietet sich dann so ein Obtain Memory oder was Vergleichbares zu haben, wenn man ordentlich frequentierten Pool hat. Und dann werden die großen Daten auf die HDD geschrieben. Und mittlerweile, was drin ist, ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, wäre eigentlich das zusätzlich zu diesem Ziel dazu eigentlich ein Metadaten-Device ist, am besten natürlich mirrored, damit das nicht der Pool kaputt ist, wenn die ausfällt. Am besten ein Mirror aus zwei SSDs und dann kann man seine Metadaten auf die SSD schreiben, was natürlich viele kleine Writes sind und die HDD kriegt dann, oder der Stapel von HDDs kriegt dann die großen Writes ab. Damit soll sich natürlich dann die Performance auch nochmal drastisch steigern lassen. So, kurz zu ZFS. Jetzt kommen wir zum nächsten großen. Das ist ein anderes Monster. Ceph. So, mein Steckenpferd die letzten 5 Jahre. Schaut, wir haben mittlerweile in der 6er Version alles bunt und in Farbe und lustige Graphen drin. Also den Status vom Ceph selbst noch einmal erweitert und noch, würde man sagen, auch eine Verbesserung dazugegeben ist, man sieht, auf welchem Node welcher Service läuft. Das ist aus ZFS-Ceph Sicht heraus nicht nötig, aber für uns ist es natürlich wichtig, weil wir wollen wissen, wo habe ich jetzt den Manager installiert. Nicht nur, dass ich einen installiert haben muss, mindestens damit so Stati und die gleichen Sachen funktionieren, sondern wo ist er denn bei uns installiert, läuft der Dienst und fürs Update ist es wichtig, hat er auch die richtige Version. Also wenn man mit dem Mouse-Over
Das hat mein Screenshot leider nicht geschafft. Ein Mouseover macht, dann sieht man auch, in welcher Version der ist und ein bisschen extra Stati, ob das der einzige ist oder ob es noch andere gibt. Hier habe ich natürlich eine Not ausgeschalten, damit ein bisschen bunter Status zusammenkommt. Das natürlich schön dynamisch alles funktioniert. Das, was so nett ist an der GUI, man sieht nicht, wie das eigentlich hinten drin da funktioniert. Und wir haben es oft mal als Support-Anfrage oder auch im Forum, ja, also ich habe da jetzt zwei Netzwerk-Devices und jetzt habe ich da mal Bond und VLANs gemacht und habe gedacht, ich bin auf der guten Seite des Ceph-Stacks. Und ja, man stellt fest, dann wenn ich die Grafik schicke, kommt bei vielen dann schon der Haareffekt. Mit einem Bond ist es meistens leider nicht getan, da Ceph sehr traffic-hungrig ist. Die OSDs, wie man hier sieht, die sind angebunden über entweder ein Cluster-Netzwerk oder über ein Cluster-Netzwerk und ein Public-Netzwerk. In unserem Standardfall ist das dasselbe IP-Range, man kann es aber gern trennen und man übersieht da leider sehr oft gerne, dass das, was hier so schön steht, ist, dass nur Heartbeats-Traffic und die Replication-Traffic über dieses extra Cluster-Netzwerk läuft, aber sonst, was die Clients schicken, der Heartbeat nach vorne, die müssen alle mit den Monitoren, also mit den Jungs hier quatschen, der die aktuelle Karte für das Ceph-Cluster ausgibt und da gibt es 5 Stück. Also man kann sich vorstellen, da ist ganz schön viel Wumms dahinter, was den Netzwerk-Traffic betrifft. Und auch hier haben wir es wieder, Ceph-Mon braucht niedrige Latenz, muss sehr schnell die Karten ausliefern, deshalb hohe CPU-Taktung von Vorteil, also so wenn man so eine CPU mit 3, 4 GHz hat, ist es natürlich so einem Xeon vorzuziehen, der nur so 1,5 im Standardfall schafft und man ist da besser getan, weniger Cores dafür mehr Frequenz zu haben und eventuell bei größeren Clustern das auch auf eigene Hardware oder natürlich im Cluster mit Proxmox zusammen auf eigene Nodes verteilt. Da, wenn wir mal zu diesem Knackpunkt durch sind, dann kommt meistens auch noch das nächste. Die Grafik hier zeigt, wie Ceph so logisch ein bisschen arbeitet. Ich hoffe, ich verwirre die meisten damit nicht. Also ich habe selber ein bisschen gebraucht, als ich es gemacht habe. Dass das auch so nicht zu kompliziert wird. Um ein Gefühl zu geben, wie das ungefähr ist, wenn man auf VM Create klickt und seinen RBD-Storage angibt. Man hat hier oben, fängt man an, man kreiert seine VM, man kreiert seine CD und dann kommt schon die erste Auswahl. Ja, was verwende ich? Mache ich das LibRBD oder mache ich KRBD? Und die Berichte sind immer teils. Die einen haben bessere Performance und mehr Erfolg in dem Fall, wenn sie KRBD, sprich den Kernel-RBD-Client verwenden. Und andere Leute haben halt gesagt, ja okay, LibRBD funktioniert bei uns besser, weil wir unser eigenes Caching damit unter Kontrolle haben. Wo wir gleich zum Thema sind, KRBD verwendet den Page-Cache. Also wir hören immer wieder von Kunden und Usern im Forum, ja, aber seitdem ich umgestellt habe von KRBD auf LibRBD, ist auf einmal mein RAM-Verbrauch doppelt so hoch. War vorher auch nicht, aber man sieht halt den Page-Cache nicht als extra Prozess, wie viel RAM dieser verbraucht. Was beim LibRBD mit jeder Connection, die das KVM aufmacht, wächst natürlich dort der RAM-Verbrauch für diesen KVM-Prozess an, weil der extra Caching verwendet, weil LibRBD eben nicht ein Kernel-Interface ist, sondern die Library, die direkt Interface zu Ceph darstellt. Wir haben seit neuestens, also schon etwas her, das CephFS, da ist gut geeignet für ISOs, Templates und Backups drauf zu tun. Und da haben wir auch wieder dieselbe Qual der Wahl, einmal Fuse-Client oder einmal den Kernel-Client.
der je nach Ansatz, also der FuseClient kann sein, dass der andere Features oder neuere Features unterstützt und der Kernel-Client natürlich je nach Kernel-Version ein bisschen hinterherhinkt. Selber beim KRBD oder LibRBD, da ist es immer schneller. Wenn man die Qual der Wahl getroffen hat, dann geht es auf den Pool. Also sprich, man hat einmal einen RBD-Pool, den man für seine RBD-Images verwendet, und man hat einmal einen für SurfFS, oder es sind zwei besser gesagt für SurfFS, weil die Metadaten für das Filesystem wohnen auch in einem eigenen Pool in Ceph, und dann die Daten, die natürlich wieder einen eigenen Pool haben. Das führt meistens auch ein bisschen zum Grübeln, weil es gibt die Placement Groups, und sich die Placement Groups auszurechnen ist meistens nicht so trivial, wenn man mehrere Pools hat und noch Device-Klassen hinzufügt, dass natürlich Pools auf nur bestimmten Devices zu Hause sind und auf anderen nicht. Darum hören wir immer von Kunden, ja, also meine Performance ist gerade so schlecht, und man stellt fest, ja, ich habe zu wenig Placement Groups oder ich habe zu viel Placement Groups, und man muss darüber nachdenken, das anzupassen. Glücklicherweise, seit Nautilus kann man das aufwärts und abwärts machen, also sprich, man kann die Placement Groups hinzufügen, also vervielfältigen, oder man kann sie natürlich minimieren, was natürlich den administrativen Aufwand wesentlich erleichtert. Also wer über ein Ceph-Cluster nachdenkt und muss sich natürlich vorhin sicher sein, wie viele Pools er haben möchte und wie viele Daten er drin speichern will. Darum gibt es nämlich den PG-Calc von Ceph, der das eh schon von sich aus macht. Man gibt da ein paar Daten ein und super, hat man seine Anzahl der Placement Groups. Und damit ist man dann hoffentlich auf der sicheren Seite. Und wer es automatisch haben möchte, der kann den PG-Autoscaler aktivieren. Der läuft dann hinterher, und je nach wachsendem oder schrumpfendem Cluster passt er die Placement Groups im Hintergrund an. Was wiederum heißt, es wird wieder ordentlich Netzwerk-Traffic produziert. Dann kommen wir zu dem ganzen Block. Ja, Crush Map, Placement Groups. Das ist eine Wissenschaft für sich. Was wichtig ist, im Standardfall werden alle OSDs verwendet, und sobald man Device-Klassen anfängt, werden halt dementsprechend der Device-Klasse zugeordnete OSDs verwendet. Und die Verteilung, was bei vielen auch Rätsel auflöst, die Verteilung ist auf Node-Ebene, sprich, es wird immer geschaut, dass nicht dasselbe Placement Group auf derselben Node zweimal oder mehr, also oder mehrmal vorhanden ist, und dementsprechend eine Redundanz übers Netzwerk hinaus gegeben ist. Dann kommen wir zu ein paar Fallbeispielen. Die habe ich beim letzten Mal auch schon mit dabei gehabt. Und die Basis dafür ist dieselbe. Also es hat sich in der Hardware, den Epic habe ich leider nicht mehr zum Ausprobieren. Und den Roam 2, der ist noch nicht da, damit dass ich da schon spielen kann. Aber so ist der Test, also wenn ihr dann die Folien habt, das könnt ihr auch so abfeuern, das funktioniert auch. Zum Ersten, wo wir hinkommen, ist kein separiertes Netz. Wie wir im Nächsten hier sehen, ja, ist ein typisches Beispiel. Wir haben sehr viele Kunden, die leider irgendwie gebunden sind an entweder zwei Onboard-Devices oder sich denken, ja, naja, eigentlich, wenn ich einen Bond mache, dann bin ich auf der sicheren Seite für alles, was ich haben möchte. Und ich verwende einen oder vielleicht noch gut einen zweiten Switch, um redundant zu sein, und will jeden Traffic, sei es ZFS über die Replika, sei es Ceph, sei es der ganze VM-Client-Traffic oder Container-Client-Traffic, sei es Corosync's Heartbeat, der auch irgendwo drüber muss, dann läuft da mal ein Backup, das man machen will, dann will man eine Maschine migrieren, und dann stellt man fest, naja gut, 128 GB RAM dauern doch etwas, um sie vom einem Memory auf einem Host zum anderen zu schieben, und wundern sich dann, dass ihre Infrastruktur zusammenbricht und ihre Nodes lustig neu starten und man dann quasi mit gestoppten VMs im ganzen Cluster zu tun hat. Wie es eigentlich ausschauen sollte, ist es ungefähr so als Beispiel.
Das kann natürlich je nach Infrastruktur variieren. Man sieht schon, es ist plötzlich explodiert, das Cluster, obwohl es nur 3 Nodes sind. Man kann natürlich einige Sachen auf, wenn man 2 große performante Switche hat, was auch wieder heißt, starke CPU-Leistung, einen guten ASIC eingebaut, nicht natürlich den Billigsdorfer Switch, der vielleicht 1200 Euro 10G-Ports bietet und maybe unmanaged auch noch drauf ist, das wäre natürlich fatal in der Lage. Die für hier sieht man, wir haben extra Switche für Storage, einmal fürs Cluster etwas separiert und dann für den Public Traffic und wir haben jetzt das mal ausgelassen, dass man Backup und Migration auch nochmal aufdrängen kann, weil die Folie ist nur so groß, wie sie groß ist. Hier sieht man aber schon, wir brauchen mindestens 2 gute Switche. Wir brauchen hier in dem Fall sind sogar 6 Ports, wenn man die einzeln aufdrehen will. Das Allerwichtigste ist, was wir bei Kunden immer wieder sehen und was wir in der Doku stehen haben, Trends Storage-Traffic von dem restlichen Traffic ab. Weil das ist eine Domain von Unkontrollierbarkeit, die man nicht auf demselben haben will, wie das Cluster-Netzwerk zum Beispiel. Oder wie zum Beispiel, wenn man Client-Traffic, wenn man irgendwie Webserver anbindet mit irgendwelchen Streaming-Services und die ruckeln vor sich hin, weil das Storage gerade die ganze Bandbreite wegnimmt. Umgekehrt ist natürlich auch der Fall fürs Cluster-Netzwerk. Steckst nie mit dem Storage zusammen, auch wenn mittlerweile das Corosync mehrere Links verwendet und einen davon als aktiv, je nach Priorität, dann einen weiteren aktiv hat als Priorität und nur Traffic immer auf einem rausgeht, wenn natürlich das zufällig am selben Switch, beide Links zufällig am selben Switch hängen, hat es uns auch wenig geholfen, wenn das Storage reinfunkt. Also das ist immer wieder, das kann ich nicht oft genug betonen, separiert das Netzwerk, dann könnt ihr friedlicher schlafen. Um ein Beispiel zu geben, haben wir hier eine 2 nette Grafiken. Also das sind die aus unserem Radus-Benchmark-Test, den wir 2018 gemacht haben. Da gibt es das Paper zum Download auf unserer Webseite. Da ist es so, wir haben hier mal einfach mal hergegangen, ein 3-Node-Cluster, 4, 5, 6 und wir haben hier die Bandbreite pro Sekunde und wir haben 4 OSDs verwendet pro Node, damit wir natürlich je nachdem immer die gleiche Anzahl haben und skalieren können. Und man sieht schon, 1 Gigabit Netzwerk für Ceph, das ist also wird wohl nichts. Da ist man ziemlich gleich am Ende der Fahnenstange und wenn wir da jetzt was anderes drauf hätten, naja, man kann sich's vorstellen. Wir sind bei 10G angelangt. Man sieht, ja, okay, wir sind auch schon ziemlich am Ende der Fahnenstange und die blaue Linie, die ist 100G, ja, da hätte man noch Luft nach oben, was jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass man dann allen Traffic gleich wieder da drauf packen kann. Das ist leider ein kleiner Trugschluss. Aber man hat für Ceph-Netzwerk, vor allem für kleinere Clustern, indem man NVMEs einsetzt, die von sich aus schon so viel Bandbreite bieten, natürlich ein Plus. Umgekehrt haben wir es natürlich noch schöner im Lesen. Ceph macht das schön parallel. Darum sind wir da bei den 100G auch 3,5 GB, was wir mit einer NVMe gemacht haben pro Server. Ja, das nächste ist Overcommitment. Und das ist eigentlich ziemlich einfach und kurz. So, wer findet den Fehler? Und ich habe da ein paar Maschinen angelegt und wie man sieht, es sind keine Ressourcen mehr frei, dass ich entweder eine neuere, also eine weitere anlegen kann. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass man Ceph-Dienste drauf hat, wie ein Ceph-Monitor von einer Node, man hat vielleicht 4 OSDs drin, sind wieder weitere Dienste, die um die CPU kämpfen. Naja, man will vielleicht noch ein ZFS, eine Replication laufen lassen, ist wieder ein Service, der da läuft und ein Prozess, der RAM braucht. Also wichtig in einem hyperconverten Fall, dass man ein Cluster lieber rausscaled und lieber in die Richtung mehr Ressourcen schafft, als sich auf einer Node alles zu packen,
weil lassen wir mal so sein, man hat seine VMs, drei Nodes, eine fällt aus. Naja, was mache ich jetzt mit den restlichen VMs? Die werden da nicht mehr starten. Die werden auf dem anderen wahrscheinlich auch nicht mehr starten. Also lieber genug Ressourcen zur Verfügung haben und raus scalen. Dann ein beliebtes Ding, Enterprise Hardware. Und da gibt es eine schöne Grafik dazu. Die habe ich das letzte Mal in Chemnitz schon gezeigt, glaube ich. Ja, Enterprise Hardware ist leider nicht Enterprise. Kurz unten hier ist eine Spinner, Seagate als Vergleich, daneben eine Evo. Also man hätte auch lieber zwei Spinner kaufen können, dann hätte man also sich den Preis für die Evo gespart. Das ist natürlich das Flaggschiff von Samsung, was jetzt auch schon alt ist und den Nachfolger gibt, aber man sieht diesen Unterschied in der IOPS-Zahl, also das sind hier IOPS, von unten nach oben ist besser und man hat oben die Latenz und da ist natürlich oben ist besser und unten ist schlecht und man sieht, dass die Evo bescheidene Werte dafür hat, dass sie eine SSD ist, also auch wieder Finger von weg und man muss genau lesen für jede SSD oder für jede Hardware, die ihr kauft, ist leider nicht immer das, was so auf der Packung draufsteht und im Nachhinein ist Tauschen ist immer teuer. Dann habe ich ein weiteres liebes Thema, das fällt uns bei ZFS und bei SEF auf den Füßen. Und da geht es darum, wenn man sich das Bild schon anschaut, sieht man, naja, eigentlich da gibt es Input, Output, da gibt es Prozessoren, da gibt es Arbeitsspeicher, na, das schaut aus, wie wenn es ein Computer wäre. Im Prinzip RAID-Karten, HBAs sind kleine Computer, die wir uns wieder in einen Computer stecken, um mehrere Disken anzuschließen. Und ZFS und SEF mögen beide lieber einen HBA, weil da weniger drumherum eingebaut ist, was Writes optimiert, was Caching verwendet. RAID funktioniert super, wenn man einen Stapel hat und da wird dann darauf Vollgas geschrieben. Das macht der Cache super. Sobald man solche lustigen Sachen, das, wie man wieder sieht, RAID 0, naja, ich kann keine IT-Mode, dann muss ich RAID 0 machen. Lieber schmeißt einen RAID-Controller weg und kauft euch einen HBA, bevor ihr RAID 0 macht, weil der Cache ist leider für alle da und der Erste, der reinschreibt, der hat den natürlich befüllt und wenn die nächste OSD reinschreiben will, steht das zumindest. Dasselbe für ZFS. ZFS will gern wissen, wie ist denn die Blockgröße der Platten, wie ist das Alignment und man kann darauf wetten, wenn man das nächste Mal bootet und man hat seinen Airpool auf einem RAID-Controller, macht es puff. Und man kann in der Group Rescue Shell sich wiederfinden. Und drum, auch wenn IT-Mode eine Variante ist, haben wir festgestellt, dass bei vielen Controllern leider der Cache nicht abgeschalten wird. Also wenn man IT-Mode macht, ist zwar der Cache nicht mehr sichtbar, aber das heißt nicht, dass der auch intern den wirklich deaktivieren kann. Also es gibt dann komische Effekte, die wir uns nicht wirklich erklären können. Und da wir leider nicht in die Firmware reinschauen können, mutmaßen wir es natürlich in der Hinsicht, dass gewisse Teile, auch sei es die RAID-Engine, nicht komplett abgeschalten werden können, weil es einfach aus dem Prinzip, wie sie gebaut worden sind so, oder designt worden sind, herstammen, dass ein RAID-Controller immer irgendwelche Probleme machen wird, sei es jetzt im IT-Mode oder wenn er so verwendet wird. Lieber ein HBA kaufen, der ist meistens auch wesentlich günstiger als die guten RAID-Controller. Aber leider HP und Dell haben da was anderes im Sinn und wenn man da auswählt, kostet leider der HBA mehr als der RAID-Controller, weil er inkludiert ist. Gut, dann sind wir eh schon zum Schluss. Bitte macht's mit, sei es in der Community Fragen beantworten, sei es Doku schreiben, sei es auch wirklich mitentwickeln, wo wir beim nächsten Punkt sind. Ihr seht dann eh auf den Folien den Bug-Tracker und unsere Roadmap und ihr könnt es auf die Mailingliste schreiben. Und damit wäre ich auch am Ende angekommen. Vielen Dank. So, wir haben wieder Zeit für Fragen. Fangen wir mal hier an. Hallo? Ist es vorgesehen, dass Live-Migration bei diesem ZFS-Szenario mal über die GUI möglich ist?
Also im laufenden Betrieb? Schon, VMs gehen doch. Also, also ein ZFS Replication, wenn die eingerichtet ist, geht es von der Seite, wo die, dass der Master die Replication macht, auf die andere Seite geht eine Migration. Also ja, die Migration geht aber nur im ausgeschalteten Zustand. Genau, ausgeschaltet. Entschuldigung, live, ich habe das gekonnt ignoriert. Na? Ist das vorgesehen in der Zukunft? Das ist in der Werde, das muss aber noch getestet und verfeinert werden, aber es gibt Möglichkeiten, den, das habe ich nämlich vorgegriffen, ein bisschen den RAM, also dem RAM mitzunehmen, und das sollte eigentlich so weit funktionieren, dass wir dann hoffentlich ZFS und Live Migration machen können für VMs. Ja. Aber gibt noch keinen Zeitpunkt für das. Nein, da sitzt gerade ein Kollege dran und der brütet mir im Kopf, wie man das am besten macht, dass das auch im produktiven Einsatz funktioniert. Also das ist aber am Werden, hoffe ich. Das soll dann hoffentlich bald kommen. Bei dem Netzwerkbild mit dem 6-Switch, mit der 6-Switch-Variante, sind dann da immer zwei Ports im Bonding zusammen oder also zum Beispiel ENS 18 und 19 zusammen gebondet oder wie empfehlt ihr das am besten? Also sicherlich für Netzwerk-Traffic, für, das heißt jetzt, wenn man VM-Client-Traffic sowas sieht, kann man natürlich gern einen Bond verwenden, wenn man nicht unterschiedliche Netze oder eine andere Variante vielleicht hat, die man machen möchte. Prinzipiell ist es beim Cluster, da haben wir es immer spezieller ein bisschen, da bietet nämlich Corosync von sich aus eigene Links an. Was den Vorteil hat, der Bond ist unten drin, da ist schon eine Schicht, wo Corosync nicht mitkriegen würde in jedem Szenario, dass vielleicht einfach nur der eine Link down ist, weil der Bond halt gerade mal nicht funktioniert. Da macht das Corosync wesentlich intelligenter und sagt, okay, ich feuere auf Link 1, und wenn ich, also auf Link 0, und wenn ich nichts mehr höre, probiere ich Link 1, und wenn das geht, dann sind wir immer noch glücklich. Das beim Storage, also bei Ceph, ist es so, entweder trennt man auf, Cluster und das Public, oder man sagt sich, okay, ich mache einen Bond, um eventuell mehr Bandbreite zu kriegen, aber dann geht das aber erst, würde ich mal sagen, wenn man 5 oder mehr Nodes hat, weil je nach Hash-Algorithmus kann es sein, dass man halt einen Link einfach saturiert und der andere langweilt sich. Haben wir noch weitere Fragen? Da hinten. Hallo, ich muss kurz hoch, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, ich habe drei Sachen. Das erste als Anmerkung, ich fände es sehr interessant, mal zu wissen, wieso denn tatsächlich die Minimal-Hardware-Anforderung ist. Also meint die Konstellation, dass ich eben, ich brauche eben drei Geräte im Cluster in Verbindung mit mindestens 4 irgendwie Massenspeichergeräten, solche, also das hätte ich noch ganz informativ gefunden, vielleicht kannst du das schnell beantworten. Ja, wir hätten es sogar aufgeschrieben. In unserer Doku haben wir im ersten Teil drin, was unsere Minimalanforderungen sind, dass es läuft. Wo drin steht, ist für ZFS und ich glaube mittlerweile auch für Ceph ein Teil. Und in den Ceph-Sections selber steht auch nochmal auch die Preconditions, das ist das Wichtige bei Ceph. Da steht drin, was man denn verwenden soll, um auch wirklich ein glückliches Cluster zu haben. Prinzipiell drei Nodes, wie ich es erwähnt habe, schnelle CPU, schnell RAM, RAM immer so viel wie möglich, Disken lieber SSDs oder NVMEs anstatt HDDs natürlich und Mindestanzahl drei Nodes. Und man sieht ja schon anhand der Grafik, die wir hier hatten, mit der Bandbreite. Na, jetzt habe ich zu viel gemacht. Geht gerade nicht. Meine Präsentation hängt. LibreOffice, sei Dank. Gibt es dann quasi die Bandbreite für ein Netzwerk? 3 OSDs braucht natürlich vielleicht 10G für SSDs. Wenn man 15 OSDs hat, dann sollte man vielleicht doch lieber dann auf die 100G oder sowas umsteigen. Also das, na. Mir ging es wirklich um die Minimalkonstellation. Wenn man ganz minimal und rumtesten will, dann kann man sich 3 VMs machen und alles in den VMs machen, das funktioniert super. Genau, ich meinte halt hardwaremäßig. Nee, wahrscheinlich hätte ich das auch selber schon gemacht und hätte euch das ins Wiki geschrieben, aber beim Wiki irgendwie, oder gibt es einen Grund, dass das Wiki nicht für die Community offen ist? Ja, das ist leider der liebe Spam.
Also die Wiki-Geschichten sind auf Anfrage, kann man anfragen, wo man einen Account bekommt und was man, also was man da halt gern dann reinschreiben möchte. Da der Spam-Welle leider nicht abreißt, wurde das aus gutem Grund einmal geschlossen, also die registrieren zumindest. Und ich erdreiste mir die dritte abschließende Frage. Ja. Kannst du vielleicht noch was so zum Politischen sagen? Also es hat ja vielleicht einen Grund, dass ihr immer sagt, wir nutzen Debian, habt dann aber eben im Kernel irgendwie halt ZFS-Support mit drin und nutzt da, verweist ja darauf, dass ihr den Ubuntu-Kernel nutzt. Genau. Kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen? Also das Ganze, diese Konstellation war vor mir schon da. Somit ist die Politik mal so ein bisschen an der Seite. Das Wichtige daran ist, wir verwenden Debian wegen der Stability, also wegen stabil läuft, 5 Jahre. Man hat den Ubuntu-Kernel, der hat einfach mehr Marktdurchdringung, also mehr Leute im Produktiven machen das. Und deshalb mehr Bugs, die gefunden werden und gefixt werden. Und ZFS will doch jeder haben, darum ist es auch drin. So, eine schnelle Frage haben wir noch. Die Frage ist, ab welcher Version kann ZFS die Trim-Funktionen mit SSDs einsetzen? Das ging noch eine Zeit lang nicht. 0.0.8.1, ich weiß noch nicht, welche Minus-Version das bei uns dann drin war, ja. Gut, ansonsten draußen. Jo, ansonsten draußen. Wie gesagt, er ist ja noch eine Zeit lang da. Danke fürs Kommen, Alvin, und nochmal einen Applaus. Danke ebenfalls.